Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt mit mir, dem Nico, hier auf Stevio TV und zwar mit Shadow Crypt. Ein pixelierten. Oh. Long ago, there was a powerful necromancer who placed a terrible curse upon an ancient catacomb. Legions of undead warriors were awakened from their eternal slumber to spread chaos across the realm. A mysterious stranger, drawn by the presence of dark magic, had traveled from afar to confront its source. He was the last of his order, an ancient cult sworn to battle corrupted sorcerers. Undaunted, he entered the catacomb and vanished into its shadowy corridors. Press the Any key. Where's the Any key? So. Okay, ein pixeliertes Kampfspiel, so ungefähr. Abandon all hope, ye who enter here. Okay, so schlägt man. Man duckt sich. Und es soll sehr hart sein. So schlage ich mit dem Schild. Okay, so springe ich. Kann ich beim Springen schlagen? Tatsächlich. Okay. Und mit der Taste mache ich nichts. Und das Spiel ist sehr unforgiving. Also, ja. Ich habe nur den Trailer gesehen und ein Video. Von jemandem, der das spielt. Und es soll wirklich sehr schwierig sein, vor allem weil. Vor allem weil es wirklich sehr genaues Kampfsystem besitzt. Ich nehme schon auf, ja. Bash them with a shield when they get too close. Okay, Mami. Eine Truhe. Okay. Und wenn man stirbt, dann fängt man von vorn an. Das will ich jetzt mal probieren. Ah, okay. Oh, ein neues Schwert. 4 bis 8. Ich habe aber mehr. Ah, okay. Herzen verschwinden. Ich habe eigentlich sonst keine Ahnung von dem Spiel, ob es random ist oder soweit ich weiß nicht. Oder ob es irgendwelche besonderen Sachen gibt, die man sammeln kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es wirklich sehr schwieriges und genaues Kampfsystem hat. Und diesen coolen pixelierten Pixel 8-Bit-Style. Oh Gott! Gehst du weg von mir? Zu nah dran. Aua, scheiße. Mein erster Damage. Ich weiß nicht, welches ich habe, oder? Das wird mir nirgendwo mehr angezeigt. Habe ich irgendein Menü? Nein. Oh, ich kann Waffe wechseln. Ah, einmal Schild und irgendwelche Sperre. Ich die Sperre werfen oder schlage ich mit denen? Oh, hoch! Okay, ich werfe sie. Oh! So macht man das. Wie habe ich das gemacht? So. Ich drücke mal den falschen Knopf zum Springen. Das ist nicht sehr gut. Oh! Ich weiß nicht, ob man wirklich blocken kann oder ob man das so machen muss oder. Oh! Oh, ich habe Herzchen bekommen. Oh! Geh weg von mir. Ah, ich hab geblockt.
glaube, das habe ich gemacht, indem ich still stand. Also so wie im Zelda-Spiel. Ja. Ich muss stillstehen. Boah. Bisher halte ich mich eigentlich ganz gut. Bam, bam. Oh, oh, der hat eine Axt. Wirft er die oder? Apropos werfen. Ja, der wirft die. Ja, klar. Ich komme nicht weg. Oh! Ah, das macht weniger Damage. Gott! So viel zum Thema, ich halte mich eigentlich ganz gut. Oh, ein Schlüssel. Ui, Achievement unlocked. Ich hoffe, ich nehme noch auf. Ja. Entschuldigung für diese Sounds. Das ist, wenn Steam Screenshot macht. Weil meine meine Taste zum Schauen, ob meine Frames rot sind. Also, ja. Ist die gleiche wie die Screenshot-Taste. Okay, ich kann, so wie es aussieht, ganz normal zurück. Jetzt nur nicht den falschen Knopf drücken. So wie es aussieht, kann ich jetzt zurückgehen. Eine andere Tür gab es ja nicht, nur bis zu dem einen Abschnitt. Sind es unten links Leben? Ach, man hat Leben. Ah. Oh Gott, der hat einen Speer. Wirft er den? Nein, er hat nur ziemlich viel Reichweite. Oh, gut, die können nicht springen. Oh! Yeah! Ich hätte gern Herzchen. Vorhin kamen doch so viele. Ah, okay, hier braucht man Schlüssel, oder? Ja. Habe ich richtig gedacht, dass ich links rumgegangen bin. Das macht 13 Damage. Im besten Fall. Ich glaube, ich habe gerade mein besseres Schwert weggegeben. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt gehe ich nochmal da kurz weg. Die sich neu starten. So. Ich da auch durchkomme. The Catacomb has fallen under a dark curse. Das hast du mir schon im Intro erzählt. Wie weit runter geht es? Oh! Ah, es geht durch die durch. Neues Schild. Schnell, bevor es weggeht. Oh nein. Okay, die haben keinen Runterfallbogen. Jetzt muss ich schauen, dass ich das auch genau im richtigen Moment hinbekomme. Oh, oh, Herzchen. Aua. Scheiße. Oh, lol. Gehst du weg von mir? Oh. Ein Herzchen. Gott sei Dank. Oh, mehr Herzchen. Und Schwert. Ja, ich mache höchstens 13 Damage, also. Aber 9 oder mal 10. Nein, danke. Oh nein, ein Axtwerfer. Hammer Shield. Ich weiß nicht, was das alles macht. Aber der hat es auch.
Gehst du weg von mir? Mitte oder rechts? Gehen wir mal Mitte. Do not proceed beyond this point without a candle. Heißt, ich muss wieder zurück? I guess. Ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht aufs Spiel setzen, ohne Licht weiterzugehen. Scheiße. Oh. Was für ein Wichser. Ja, okay, das hab ich. Hoch, hoch, hoch! Ich wollte eigentlich gar nicht springen. Ey. Scheiße. Gehen wir mal links rein. Ich habe noch ein Herz. So, das müsste es mit ihm gewesen sein, ja. Oh Gott, ich darf nicht zu weit springen. Oh! Wo bin ich da? Geh ich mal mit. Geh ich mal mit. Ich bin tot. Nein! Das ging auf einmal so schnell. Press the Any Key. Wo bin ich denn jetzt? Ach, es gibt Checkpoints. Na, sieh mal einer an. Ja, klar. Okay. Ah! Wenn er sich duckt, das verwirrt mich. Ach, Mann. Das verwirrt mich voll, wenn er sich duckt. Ja, fick dich. Ah, das war eine gute Strategie. Ja klar. Das kommt zurück. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Strategie. Ducken und schlagen.
gerne mal wieder ein neues Schwert. Oh, zieht er mich bis hier hinten. Muss ich denn lang? Oh, Truhen. Ein Schwert. Wenigstens eins. 7 war jetzt der höchste Damage. Und ein Herz. Ich brauche immer noch eine Kerze. Oh nein. Okay, das tötet einen sofort. Ja, klar. Ich bin tot, oder? Oh nein, ich habe noch eins. Wie sollen das jetzt machen? Geht das? Scheiße, das geht nicht. Ich habe eine andere Idee, was vielleicht gehen könnte. Komm schon, wirf deine Axt. Scheiße, das war zu. Scheiße, gedrückt. Scheiße. Nein, geht nicht. Ja, klar, weiß. Okay, Game Over. Well then. Na, ich habe eine Viertelstunde gespielt, dann würde ich sagen, war das die erste Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss.